Deshalb muss ich jetzt die Augen offen halten. Truhe, öffne dich. Dankeschön. Jede Menge Gold, jede Menge gelbe Sachen. Gelbe Sachen sind wichtig. So, ich könnte mir vorstellen, dass der hier irgendwo... Nein, könnte ich mir doch nicht. Hier ist nämlich vorbei. Ihr braucht euch gar nicht so unschuldig hinzuhocken. Ich weiß, was es mit euch auf sich hat. Mich könnt ihr nicht täuschen. So, der Weg nach Delphi ist problematischerweise sehr lang. Das bedeutet, es könnte sich doch etwas in die Länge ziehen, aber das macht nichts. Denn dadurch bekommen wir nur mehr Erfahrung und mehr Erfahrung. Wer von denen macht diese böse... Der Hauptmann ist der gefährlichste! 70 Leben! Stirb nicht, bitte! Und leck auch nicht. Sind sie alle tot? Oh, sie sind alle tot. Sie sind alle tot. Ein Glück. Nein. Och, ich wollte doch den Trank nicht nehmen. Ich wollte die Fertigkeit aktivieren. Hier sind auch nur Wildschweine und Zentauren. Auf dem Weg nach Delphi. Ja, das bedeutet, wir sind richtig. Der Weg, den man, wenn man das Spiel normalerweise spielt, halt nach Delphi kommt. Da hinten ist ein Brunnen der Wiedergeburt, den sehe ich von hier. Also auf der Minikarte. Da ist noch was. Nämlich ein Schleifenring. Wie auch immer ich mir einen Schleifenring vorstellen muss. Und da hat sich... Da wurde auch was fallen gelassen. Genau, Essenz von Prometheus Flamme. Super. Dann können wir das Artefakt... Beziehungsweise die Essenz auch wunderbar beenden. Also, ich meine, vervollständigen. Und dann haben wir es doch. So. Alles, was grau ist, haben wir schon mal erforscht. Nur... Haben dann halt das Spiel ausgemacht. Also alles, was grau ist, haben wir in dieser Aufnahmesession noch nicht gesehen, aber in einer vorherigen schon mal. So, hier könnte ich mir gut vorstellen, dass der hier irgendwo ist, also in die Richtung. Ich habe gedacht, das wäre einfach, hier nochmal lang zu gehen. Und dann kommt sowas. Aber sie wollen es mir ja nicht einfach machen. Sie wollen es mir nicht einfach machen. Selbst Gebiete, die, als ich sie das erste Mal gespielt habe, noch nicht besonders schwer waren, sind jetzt immer noch nicht leicht. Aber es gibt uns alles Erfahrung. Und Erfahrung ist eine Entschädigung für alles. Es gibt nichts Wichtigeres als Erfahrungspunkte. So. Um Gottes Willen. So. Brunnen der Wiedergeburt, bitte. Dankeschön, wunderbar. Dann gehen wir doch mal hier hoch. Hier waren wir doch, glaube ich, auch noch nicht genau. Aber ich habe das Gefühl, wir werden hier auch nicht weiterkommen, denn hier ist der Level zu Ende. Mist. Dann suchen wir weiter. Da oben ist nichts, das weiß ich schon so. Aber da oben ist was. Da oben ist eine grüne Markierung und grüne Markierungen, also da auf der Minikarte. Und grüne Markierungen heißen für gewöhnlich Händler.
Ha, Temerus. Nun, ich habe nicht viele Besucher. Sei gegrüßt. Auf Wiedersehen. Okay, haben wir die Quest aktuell... Ja, wunderbar, wunderbar. Ja? Seine Schmiedekunst soll in ganz Griechenland unübertroffen sein. Das werde ich beurteilen. Nein, das wollte ich nicht. So. Aber kaufen tue ich mir sowieso nichts. Aus diesem Grund. Wunderbar, haben wir die Quest auch gemacht. Zurück nach Athen. So, ich rechne jetzt direkt wieder mit Lex und ich gehe erstmal zum Brunnen der Wiedergeburt. Hä? Ach, das ist gar kein Brunnen der Wiedergeburt. Verdammt, das ist der Verzauberer. Aber hier vor den Stadttoren sollte ein Brunnen der Wiedergeburt sein. Genau da. Und dann können wir auch direkt in die Akropolis gehen. Aktiviert, wunderbar. Schöne Schatten. Fällt mir jetzt erst gerade so auf. Ich glaube, ich werde in diesem gesamten Let's Play keinen Arkanisten zu Diensten nötigen. Nicht die Dienste eines Arkanisten in Anspruch nehmen. Also diese Kerle da mit der blauen Kugel über dem Kopf, die die Fertigkeitspunkte neu verteilen. Weil das macht jetzt eigentlich nicht so wirklich Sinn. Rennt mir doch nicht in den Weg, wenn ich die Falle abschießen will. Falle stirb. Der hat da ernsthaft noch eine Falle hingebaut. Wie dreist. Wie überaus dreist. So, der Eingang sollte jetzt allmählich auch mal kommen. Ja, Eingang. Wunderbar, der Eingang. Ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Ach nee, jetzt ist hier nochmal so ein Innenhof, ne? Mit Gorgonen drauf. Aber die sind ja auch keine Bedrohung. Keine wirkliche zumindest. Die hat auch was fallen gelassen. Nochmal so ein schöner Schleifenring. Ich bin schneller als ihr. Ich bin ernsthaft schneller als die. Okay. Das ist cool. Aber sie sind hartnäckig und folgen mir. Wieso habe ich eigentlich nichts anderes von Titan Quest erwartet? Ich kann auch Fernkampf. Sag mal, wie viele kommen hier denn noch? Ja, okay, einige von denen waren noch von da hinten, von dem Hof, aber... Aber ich sehe auf der Minikarte schon den Eingang zur Akropolis, das ist schön. Sobald ich in der Akropolis bin, bin ich zufrieden, denn ab dann beginnt die Tortur. Genau. Hauptaufgabe aktualisiert, der Orden des Prometheus. Hallo Athene. Prometheus ist übrigens... Katakomben von Athen, Ebene 1. Und ab jetzt beginnt so die Diablo-Atmosphäre. So in einem dunklen Verlies unter der Erde. Mit orchestraler Musik im Hintergrund.
Jetzt beginnt die Tortur, denn jetzt müssen wir uns durch diese Katakomben durchkämpfen. Das Schöne ist, wir sehen wo auf der Minikarte, wo die nächste Treppe nach unten ist. Bedeutet, wir können uns so ungefähr daran orientieren und müssen eventuell nicht das gesamte Stockwerk durchmachen. Und ich merke gerade, werde ich heiser? Weil meine Stimme hört sich für mich irgendwie anders an als sonst. Das wäre natürlich nicht gut, aber... Würdest du bitte was machen? Nein, wo war ich gerade? Bei Prometheus, genau. Prometheus ist ein... ein Titan. Und um euch das mal ganz kurz zu erklären, was denn der Unterschied zwischen Titanen und Göttern ist. Titanen sind Götter. Und auch die Götter des Olymps sind Götter. Das sind bloß zwei verschiedene Göttergeschlechter, sage ich mal. Die Götter, also Götter, ist quasi der Oberbegriff. Und dann gibt es so verschiedene Göttergeschlechter, wie die Titanen. Und die normalen Götter des Olymps, also die Olympier, so heißen sie ja eigentlich richtig, sind dann quasi auch ein anderes Göttergeschlecht noch. Die Olympier sind nämlich die Kinder der Titanen. Die Titanen sind sehr viel älter als die Götter und die Titanen gab es auch schon vor den Göttern. Und ja, man könnte es durchaus sagen, die Titanen sind die Eltern der Götter, also der Olympier. Und Prometheus ist einer der Titanen. Der hat, wenn ich mich recht erinnere, Prometheus war der Titan, der die Menschheit erschaffen hat. Er hat den ersten Menschen aus Lehm geformt, also laut der griechischen Mythologie, hat Prometheus den ersten Menschen aus Lehm geformt und später hat ihn dann, glaube ich, irgendein anderer Olympier, ich weiß nicht, welcher es war, ich könnte mir vorstellen, dass Athene es war, hat dieser Lehmfigur dann schließlich Leben eingehaucht. Und so ist laut der griechischen Mythologie die Menschheit entstanden. Ja, ihr merkt schon, worauf das hinausläuft. Wir werden uns jetzt hier durch die Katakomben von Athen durchkämpfen. Bis zur untersten Ebene, aber ich glaube... Wenn ich jetzt die Folge beende, müsste ich mich nochmal durch die erste Ebene durchkämpfen. Doch, ich glaube, ich beende jetzt hier die Aufnahme. Gorgone, soll ich die Aufnahme beenden? Ich werte deine seltsame Kopfbewegung als ein Ja. Ich beende die Aufnahme. Bis dann. Tschüss.